Okay, da sind wir. Ich möchte dir jetzt ein Programm vorstellen, das nennt sich Outer City. Das mag sicherlich bei dir ein bisschen anders aussehen, denn das hier ist jetzt eine Linux-Version davon, aber die Funktionen sind die gleichen. Ich habe ein Skype-Gespräch reingeladen, Heidemarie Udo. Das hat sie mir gerade geschickt heute. Und die untere Spur hier, das ist der rechte Kanal, da drauf ist Udo. Und die obere ist der linke Kanal, darauf ist die Heidemarie. Auf der Heidemarie-Spur sieht man mit einem Blick, ist viel zu viel drauf. Das liegt daran, dass sie kein Headset benutzt hat und dass der Ton von Udo, der da bei ihr aus dem Lautsprecher rauskam, in ihrem Mikrofon wieder aufgezeichnet wurde. Und somit ist Udo doppelt. Das gibt dann immer dieses Echo. So, ich will mal hier vorne ein bisschen reinzoomen. Und dann sieht man, dass das, was der, ich mache mal noch ein bisschen größer, dass das, was der Udo sagt, praktisch exakt gespiegelt hier oben nochmal zu sehen ist. Das hier ist alles doppelt. Hier können wir von ausgehen, das ist alles Heidemarie. Dann gibt es noch was, und zwar, was man sieht bei dem Udo, ist diese Nulllinie, die ist sehr sauber. Das heißt, da ist kein Rauschen. Das ist hier oben bei der Heidemarie nicht. Die hat grundsätzlich keine saubere Nulllinie. Ich will das nochmal ein bisschen größer zoomen. So. Und da gibt es eine Funktion an diesem Programm, um das Rauschen zu entfernen. Was ich jetzt aber erstmal mache, ist, weil ich die getrennt voneinander bearbeiten möchte, die Spuren, dass ich die also auch erstmal trenne. Stereo-Tonspur trennen. So, jetzt habe ich zwei Spuren und die untere schalte ich mal stumm. Jetzt bearbeite ich die obere und zwar, um das Rauschen entfernen, muss ich einmal das reine Rauschen markieren. So, damit das Programm weiß, was ist Rauschen. Dann gehe ich auf Effekt und sage Rauschentfernung. Und jetzt sage ich ihm Rauschprofil ermitteln. Also genau das hier ist sein Rauschprofil. Ne? Das sollen wir jetzt ermitteln. So, das hat er jetzt gemacht. Jetzt möchte ich das Ganze anwenden und zwar auf die gesamte Spur. Das heißt, ich markiere die gesamte Spur. Gehe wieder auf Effekt, Rauschentfernung. Die Einstellungen sind so in Ordnung und ich sage einfach okay. Jetzt rechnet er das Rauschen daraus. Sieht gut aus. Jetzt ist das, was da so ein Rauschen war, ist jetzt rausgerechnet. So, dann wollen wir mal uns das Gespräch anhören. Klick mal hier rein und gehe auf Play. Und da haben wir jetzt schon gehört, das hier vorne, da hat Heidemarie was gesagt. Und hier ist es nur die Spiegelung von dem Udo. Ich mache es nochmal. So, und das heißt, ich will jetzt den ganzen Teil hier, der Udo ist, nehme ich. Und dann gibt es hier oben so eine Schaltfläche. Auswahl in Stille umwandeln. Klicke ich drauf, dann ist das weg. Jetzt hören wir uns das nochmal an. Ist hier nicht so ganz sauber, kommt jetzt aber auch nicht so ganz drauf an. Ich mache das ja auch nur grob. Ja. So lasse ich das dann laufen. Hier ist klar, dass das kein nichts von Udo ist. Hier ist, das ist alles Udo. Der hat da ja nichts zu suchen in der Spur. Wieder die Schaltfläche in Stille umwandeln. So geht das dann natürlich weiter, ne? Das.
Guck mal, das hier zum Beispiel ist auch noch Odo, der da oben raus müsste. Hier am Anfang sagt sie natürlich jetzt viel. Später, guck mal hier, kannst du davon ausgehen, redet nur der Udo die ganze Zeit. Das Ganze so ungefähr ja miteinander vergleichen. Wenn jetzt wirklich mal irgendwo was ist, wo sie was sagt, da sieht man das ja auch. Das wird ja hier optisch auch angezeigt. Hier zum Beispiel würde ich vermuten, dass sie was sagt, weil das anders ist. Da hat sie einfach ja gesagt. Das heißt also, ich kann den Teil hier, das ist alles Odo, das ist auch alles Odo, kann ich rausnehmen und dann bleibt nur das übrig, was von ihr ist. So, das hier ist natürlich ziemlich aufwendig, das mit dem ganzen Ding zu machen. Das will ich ja jetzt auch nicht alles vormachen hier. Was ich jetzt mache, ist, ich markiere nochmal beide zusammen und sage dann die Spuren zusammenführen. Das heißt, die ich eben getrennt habe, die beiden, ne, machen wir jetzt wieder zusammen. Ja, hören wir mal in die Stelle rein hier. Schizophrenes, dann ist es für dich okay, weil du schaust dir das bloß an, wenn du der bist, der sich das nur anschaut. An der Stelle hast du dann gerade gehört, dann kam dann gleich das Echo wieder. Es ist ja auch ein bisschen zeitversetzt nach hinten her. So, das wäre dann eine fertige Aufnahme. Also, so kann das bleiben. Und dann gehst du den üblichen Weg, die Datei exportieren, wohin auch immer, als MP3. Das war's. Gut. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Das war doch schon mal was.